Ja, Trails fahren ist einfach Action. Ich weiß ja nicht, wie ich das anders sagen soll. Da geht's einfach nur ab. Ja? Und das ist einfach saugeil, das Gefühl, dass du einfach mit Geschwindigkeit irgendwo rüberspringst. Irgendwann hat man es mal irgendwo gesehen, wie jeder wahrscheinlich. Ja. Und dann habe ich aber, war ich mal auf so einer Jugendmesse. Und da waren die Jungs hier aus der Gegend, die alle sozusagen hier irgendwie Radfahren. Und dann erstmal durch den Wald, Stock und Stein. Und dann war man auch schneller, als man sich sehen konnte, war man an der Flak. Die Flak ist in Schulzendorf. Und da sind wir dann einfach mal Tag und Nacht geheizt. Und dann war man auch ganz schnell Mitglied dieser Szene dort. Das Problem war, das war nicht so richtig Leben. Das war so eine Mischung aus Sand und Lehm und Teppiche drüber gelegt und sowas alles. Dann kam natürlich irgendwann die Idee, ey, wir brauchen ein eigenes Gelände oder ein größeres Gelände, wäre irgendwie geiler. Und dann hat das aber nirgendwo funktioniert. Und zur selben Zeit haben andere Jungs, die hier in Wildau auch schon eine Strecke hatten, also die habt sozusagen die Flak bei uns in Schulzendorf und hier oben in Wildau, ihr habt schon eine Strecke auf dem Feld. Und der Philipp Görs, der war da Teil der Crew. Er hatte wohl damals dann einfach einen Brief hier an die Stadt geschickt und hat gesagt, ey, wir sind die und die, wir wollen dit und dit, ist das irgendwie möglich? Und tatsächlich hat es dann wohl nicht lange gedauert, dass dann gesagt wurde, ja, ihr könntet die Länder hier neben dem Jugendclub haben. Und dann war für uns klar, ja, wir klicken uns hier mit ein, weil wir eh eine riesengroße Crew waren. Und so haben wir dann hier angefangen. Dann kam natürlich diese klassische Standardzeit, wo dann sich die Leute langsam verabschieden, weil sie ein Mädel kennenlernen, weil sie ein Auto haben. Und so schrumpfte dann sozusagen so ein bisschen der Kreis der Leute und dann waren wir nur noch so 5. Aber hat immer noch erreicht. 5 Leute, der harte Kern hat immer noch erreicht, um hier immer krass viel zu fahren und dass hier viel los ist. Dann ging es so über die Jahre weiter und die Leute haben sich dann mehr oder mehr verabschiedet. Und dann kam auch bei mir eine kritische Phase, wo ich mich um nicht so viele Dinge kümmern konnte und auch nicht um diese Strecke hier. Und dann war die hier mehr oder weniger ja, 3-4 Jahre tot. Und dann hatten wir schon überlegt, ob wir das jetzt hier einstampfen oder was wir machen. Das war natürlich schade, weil es war natürlich schon viel Arbeit, viel gemacht worden hier. Und es war immer Herzblut dran natürlich. Man war aber genau zu dem damaligen Zeitpunkt, gibt es hier in Königs Wusterhausen einen Spot weiter, Waldspielplatz. Und die haben irgendwann im Laufe dieser Zeit genau dort angefangen, als der Spot hier tot war. Und die mussten dort aber weg in dem Gelände. Und die hatten aber irgendwie Bock zu bauen und zu fahren. Und dann sind die eines Tages angekommen. Und dann haben wir angefangen, die Leinen wieder fit zu machen. Ein bisschen heftiger zu machen, ein bisschen massiver alles zu bauen. Und dieser Prozess hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und die hatten noch innerhalb dieses Jahres hatten die ihr Gelände wieder im Waldspielplatz, weil die dann gepachtet haben. Und dann stand ich hier in Anführungsstrichen wieder alleine da. Ne? Und war ja noch nicht ganz fertig, noch nicht so fertig, wie ich es haben wollte. Deswegen habe ich dann einfach alleine weitergemacht. Und dann habe ich angefangen, hier einen zweiten Einstieg zu bauen. Wollte ich schon immer haben. Und so habe ich dann im Prinzip 4 Elemente, die sozusagen aus dem Nichts von Null aufgeschippt werden mussten. Und gerade hier die zweite Landung, die echt riesig massiv ist, da stecken glaube ich 3,5 LKW-Ladung drin. Eine Ladung sind 17 Kubikmeter und die 17 Kubikmeter, die auf dem Boden liegen, die musst du erstmal mit der Schubkarre irgendwo hinfahren. Also schon allein das dauert einfach nur ewig. Ja, und dann ist ja nicht mal den Sand bewegen die viele Arbeit, sondern das Modellieren. Und dann habe ich die auch mehrmals umgebaut. Die war erst einen Meter weiter hinten, weil ich so Elihu nach hinten springen wollte. Das hat aber nicht funktioniert, weil man mal so eingehackt ist. Also ich musste die halt mehrmals umsetzen und mehrmals auch den Landeradius verändern und so,
bis es dann gepasst hat. Ja, und so kam es denn sozusagen, dass es dann am Ende mehr oder weniger fertig war. Ich habe dann immer noch so Mini-Ideen und Projekte, die ich umsetzen wollte. Zum Beispiel, ich wollte beim letzten schon immer eigentlich einen Canyon haben und dass der letzte so ein entspannter Tricksprung ist. Ja. Und dann habe ich mich nochmal rangesetzt, um Canyon zu bauen. Und das war nochmal richtig Arbeit. Weil hier stand mal eine Villa früher, die wurde im Krieg weggebombt und dementsprechend liegen hier überall Klamotten im Boden drin. Alles voller Steine und Geröll. Und sobald du hier in den Boden rein willst mit einer Spitzhacke, klopfst du auf jeden Fall auf einen Stein. Und dementsprechend hat es auch eine Weile gedauert. Also ich glaube, ich habe echt einen halben Sommer damit verbracht, diesen Canyon auszugraben. Und habe dann sozusagen den Absprung neu reingeshaped. Und jetzt finde ich, ist eigentlich ganz geil. So wie es jetzt ist, hätte ich es schon gerne vor 15 Jahren gehabt. Also ich hatte damals schon die Idee, wie geil wäre die Line so rum und den Einstieg und hinten da mit dem Tricksprung. Und jetzt ist es prinzipiell fertig, aber so ein Trailspot ist ja eigentlich nie fertig. Man hat immer noch eine Idee und man kann da immer noch was bauen. Und also es gibt immer irgendwie was. Und selbst wenn du einen Hügel nicht mehr baust, dann baust du halt noch einen Tisch oder einen Stuhl oder eine Bank. Eigentlich gibt es irgendwie immer was zu tun. Na, erstmal muss man Verantwortung übernehmen für seinen Spot. Na, du musst auch immer nach dem Rechten sehen. Selbst wenn du nichts machst, ist der Spot ja trotzdem da und du musst dich darum kümmern. Und nach jedem Sturm fahre ich eigentlich immer her und gucke, ob die Planen alle ordentlich liegen oder ob irgendwas Gravierendes passiert ist, ob ein Baum umgestürzt ist. Das ist ja nämlich alles schon passiert. Und mit der Zeit musst du auch mal hier ein bisschen beischneiden. Nach dem Frühjahr, wenn es dann mal doller Regen war oder so, dann ist es ja alles so zugewuchert. Gerade hier, der Spot ist in so einer halben Senke, halb Lichtung. Damit sich die Feuchtigkeit nicht so hält, ist es besser, hier alles abzuschneiden. Dass der Wind und das Licht hier ein bisschen rinkommen, damit hier drinnen nicht so eine Dämse herrscht. Erstmal werden die Hügel dann schneller trocken nach dem Regen. Denn ist hier nicht so viel Viehzeug, die Mücken und Zecken und was nicht alles, hält sich meistens immer fern, wo Luft ist und wo Licht ist. Und ja, ist viel angenehmer. Ja, und dann ist so ein bisschen noch im Naturbereich, ist es eher so, jeder, der mein Auto von innen sieht, wird nicht sagen, dass ich ein ordentlicher Mensch bin. Aber in manchen Bereichen schaffe ich gerne Ordnung. Und das ist zum Beispiel bei der Arbeit. Da habe ich gerne Ordnung. Mein Arbeitsplatz ist eigentlich immer sauber. Und hier ist es ähnlich. Ich habe gerne den Garten hier ordentlich. Deswegen beschneide ich halt die Bäume auch. Und ich lasse den Wald nicht nur Wald sein. Es ist ja auch schön, wenn der Wald Wald ist, so, ne? Aber ich finde, wenn man eine Fläche so ein bisschen annektiert, dann sollte man sich der Erde schon so ein bisschen untertan machen. Aber ohne sie dabei zu verletzen. Auch andere Leute, die BMX fahren, ist schon schwer zu erklären, was das bedeutet, einen Trailspot zu haben. Wie es ist, das Gefühl zu haben und wie es ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Wie toll das aber auch ist. Also da ist es schon schwer, den Leuten zu vermitteln, dass das eine ganz eigene, ganz andere Art ist, seine Zeit zu investieren und irgendwas zu bauen und sich um irgendwas zu kümmern. So, ne? Beim BMX sind die Bereiche halt auch ganz groß getrennt. Also Streetfahren ist so weit weg von Trailsfahren. Du gehst raus und kannst sofort nutzen. Ist geil, ist eine eigene geile Art so und vor allen Dingen nutzt man so, wie es ist. Und es ja, steht ja ein bisschen im Widerspruch zum Trails, weil im Trails baust du dir, was du haben willst. Ne? Du modellierst nach deinen eigenen Vorstellungen den Track, den du fahren möchtest. Aber deswegen ist BMX auch so geil, weil wir gehören alle zusammen und sind trotzdem in so vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Trailsfahrer sind alle sehr softe, entspannte Leute, weil es da mehr ums Flow geht generell. So, ne? Und deswegen die Leute auch einfach nur so durchsurfen und sich auch wenig unter Druck setzen beim Radfahren. Beim Trailsfahren geht es eigentlich ja nicht um Tricks. Oder, also man kann Tricks machen, macht auch so Spaß, ich finde Tricks auch voll geil. Aber tatsächlich jetzt mehr im Trailsfahren ums Surfen, ums Fliegen und ums Flowen. Die Linie fahren können, die Linie hintereinander fahren können. Oftmals hast du halt eine Line, da brauchst du erstmal einen halben Tag, um die fahren zu können. Das ist im Prinzip auch schon Teil des Trailsfahrens. Eine neue Line, die man nicht kennt, erstmal fahren zu lernen. So, ne? Auch eine abgefahrene Situation.
Trails Jams. Also Trails Jams sind sau cool. Sozusagen. Weil die Trail-Szene unter sich auch eine mega entspannte Szene ist. Denn hast du keine Kiddies, die dir auf den Sack gehen. Nicht so wie im Skatepark. Und alle haben Bock auf das Gleiche. Und alle, wenn sie ankommen, fragen immer, was kann ich machen? Auch sehr untypisch für alle anderen Bereiche. Ja, da wird hingegangen und einfach konsumiert. Anstatt erstmal die Plane aufzumachen, nass zu machen, zu fegen, was auch anfällt. So, ne? Das merkt man schon, dass die Spots-Leute, die selber Trails fahren und selber Spots haben, schon so eine Grundverantwortung für alle Spots dieser Welt übernehmen. Und das ist sehr angenehm. Erzeugt eine sehr unterstützende Atmosphäre. Und beim Fahren sowieso, BMX ist generell ein sehr unterstützender Sport. Auch wenn man alleine fährt, hat man immer den Rückenwind von seinen Freunden. Oder selbst Leute, die man nicht kennt. Du fährst Rad, dann bist du einer von uns. Das würde ich jetzt mal nicht unbedingt in allen Sportarten so zuordnen. Und es gibt auch wenig Konkurrenzkampf im BMX. Bei vielen anderen Sportarten, da gibt es keine Jams, sondern da gibt es Wettbewerbe. Das ist ein Unterschied zwischen Jam und Wettbewerb. Und deswegen ist ein Jam immer entspannter. Wirklich komplett ohne Zwang. Da kommst du nur hin, um Freunde zu treffen, um Spaß zu haben und zusammen zu fahren. Macht mir voll viel Spaß, aus meinem eigenen Verstand irgendwas zu bauen, das dann zu fahren, dass es funktioniert. So, ne? Ich sehe immer so, das ist funktionelle Kunst. Es sieht halt nicht nur gut aus oder es ist halt nicht nur eine Modellierung, sondern die Kunst muss einen Zweck erfüllen. Ich finde halt, das große Ding ist halt daran, dass es halt so abstrakt ist. Ne? Dass es so aus dem Kopf alleine kommt, dass es kein vorgegebenes Maß gibt, nach dem man schneidet, sondern einfach nur aus einem Gefühl heraus eine Rundung erzeugt, die dann funktioniert. Das ist für mich total abgefahren. Weil jedes Mal, wenn ich merke richtig, was in meiner Birne los ist, wenn ich mir überlege, wie ich was bauen will. Da überlege ich tagelang, nächtelang. Und dann liege ich abends im Bett und denke so nach und das könnte man vielleicht so bauen und das könnte man so bauen. Das wäre richtig geil, wenn man das so macht. Und man fängt dann schon im Prinzip im Kopf an, den Hügel schon zu modellieren. Ne, wie der Shape wird, wie die Neigung zueinander sein müssen, wie die Abstände sein müssen. So war das nämlich hier bei dem zweiten. Weil das Ding ja komplett auf Null war, alles andere ist ja hier immer so ein bisschen gewachsen und hat sich so entwickelt mit der Zeit. Aber gerade der zweite oder auch die neue Sharkfin hinten, die waren als Konstrukt im Kopf schon fertig. Die mussten nur noch umgesetzt werden. Also man braucht eine gewisse Erfahrung und viel Zeit, um rauszufinden, wie man einen Absprung baut. Und selbst da gibt es noch so viele Unterschiede. Schon ganz kleine Knicke merkt man schon. Und umso glatter und umso ordentlicher der Sprung ist, umso flowiger ist er. Und umso wenig Kicks gibt er dir und umso besser lässt er sich fahren. Es gibt so viele Parameter, die halt miteinander passen müssen. Ja, das ist für mich am Trails oder am Trails bauen oder am Trailspot haben immer wieder faszinierend. Wenn ich dann alleine hier baue und wenn ich so tief im Bautunnel, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ist eine ganz intensive Erfahrung, wenn man dann da so drin ist und sozusagen das Ding so modelliert, dass es dann später auch funktioniert. Thumbs out.
Ich investiere ja viel Zeit hier. Und die Zeit, die ich hier natürlich investiere, kann ich nicht investieren, um Geld zu verdienen. Aber weil mir die Zeit viel wichtiger ist für mich und vielleicht für andere Dinge und für andere Menschen, ist es mir wert, die Zeit nicht in Geld verdienen zu vergeben, sondern die Zeit hier zu verbringen. Ne? Und ich merke richtig, was das für einen Mehrwert für mein Leben hat und für mein Lebensgefühl. So, ne? Die Zeit ist es mir halt absolut wert und ich habe Freude daran. Natürlich habe ich deswegen keine Smartwatch oder habe keine, ja, was alles so Leute haben, habe keine fette Karre, habe ich alles nicht. Ne? Aber ich habe einen geilen Trailspot. Ich habe meinen eigenen Trailspot. Das ist doch so fett, Alter. Ja.